Dieses Match ist ein Fight Forever Match, Singles Competition, und es ist festgelegt für einen Fall. Meter 80 groß, er wiegt 102 Kilogramm. Er kommt aus Frankreich, and he is the French Revolution. This is Tristan Archer! Herzlich willkommen hier auf YouTube bei Fight Forever aus der Batschkapp in Frankfurt. An meiner Seite Matti Massi, ich bin Christian Bischoff und hier sehen wir The French Revolution Tristan Archer, der heute einen Kampf für Fight Forever bestreiten wird. Fight Forever für Tristan Archer, und er hat einen aufkommenden, talentierten Gegner für heute bei diesem Fight Forever Taping. Das Motto The French Revolution, er trägt sie überall hin, wo er auch auftaucht. Die Frage ist, wird er die Revolution oder die Revolution auch auf seinen Gegner übertragen, oder kommt die Konterrevolution? Ich rufe seinen Gegner. Er wiegt 90 Kilogramm. Er ist 1,88 Meter groß. Aus Hanau, Alex Duke! Und Alex Duke aus Hanau, das neueste junge Talent aus dem wXw Academy. Er hat da seine Kriege sozusagen mit Elia Blum gehabt. Einer von den Aufstiegstalenten hier in Deutschland. Was ist deine Meinung dazu, Christian? Absolut. Wir haben ihn ja bereits schon auf der Road to 16 Carat Gold gesehen, als er auch Teil des Turniers gewesen ist. Also ein großes Ding für so einen jungen Mann hier bei der WXW. Und heute geht es gegen einen absoluten Veteranen der Wrestling-Szene. Tristan Archer. Kann dieser junge Mann die Überraschung schaffen? Und das wäre ja ein ganz großer Sprung auf der Karriereleiter. Aber sowas von. Ein ehemaliger WXW Unified World Wrestling Champion zu besiegen? Zweifacher sogar, zweifacher. Das Match ist angeläutet, die beiden Männer, die umkreisen sich jetzt natürlich. Jetzt werden erstmal so die ersten Griffe ausgetauscht, dachte ich zumindest. Aber Tristan Archer, der hatte andere Vorstellungen. Ja, zu den Vorstellungen von Tristan Archer endet das Match ganz schön schnell und knackig, aber Alex Duke, der wird diese Chance, er versteht, er nimmt wahr, wie wichtig dieses Match für ihn ist. Schaut dir das an, da kommt er hier mit den Armdrags gegen Tristan Archer und der Dropkick hinterher. Er zwingt ihm seine Geschwindigkeit auf. Der Franzose wird von dem jungen Mann aus Hanau überrumpelt, aber das Knie wird abgewehrt und dafür gibt es jetzt die französische Rechte. Uranagi! Und die Center hinterher. Das ist Tristan Archer, wie wir ihn kennen. Das Cover an der Stelle nur für eins. Ja, Tristan Archer, der will sich hier nicht das Tempo von Alex Duke aufzwingen lassen. Hier geht es nach seinen Regeln. Ja, aber du hast gesehen auch, Duke wollte einen schnellen Tempo haben in dem Match gegen Tristan Archer. Und da gibt es jetzt hier gleich mal die Respektschelle des Veteranen aus Frankreich. Und Alex Duke nach einem fulminanten Start jetzt in der Defensive und Headlock Takedown von Tristan Archer. Der nimmt Anlauf in die Seile. Guter Running Boot und wieder das Bein eingehakt. Aber wieder nur für zwei hier das Cover. Das heißt, der Kampf geht noch weiter. Kampf geht noch weiter und Alex Duke ist noch lebendig da. Also du siehst, das Tempo ist jetzt viel langsamer. Der Tempo ist viel methodischer von Tristan Archer. Kann Alex Duke diese offensive Welle von der French Revolution gegenüberstehen? Jetzt in der Camel-Clutch-Position, sehr gefährlich und schwer für den Rücken von Alex Duke. Ja, und Tristan Archer, der kennt natürlich immer diese kleinen Tricks, der Pressschlag, und da springt er wieder mit dem Rücken voran. Auf den Rücken von Duke, wieder das Bein. Unten, genauso wie die Schultern, aber es reicht noch nicht zum Sieg. Und er lässt sich dadurch aber auch nicht aus der Ruhe bringen. Schau dir das an. Er geht mal gemütlich durch den Ring und dann immer mal wieder so eine schnelle Attacke setzen, wie hier dieses Knie in die Rippen. Ja, wir wissen, dass die Arroganz von Tristan Archer fast so groß ist in der Tiefe wie sein Talent. Ja, jetzt wird er hier in der Ringecke bearbeitet. Gar nicht aufzuhalten. Tristan Archer wird hier ermahnt von Alex Schneider, dem auch sagt, keine Attacken in der Ringecke. Aber Tristan Archer hat sich nie für die Regeln interessiert. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie anders ist. Russian Leg Sweep von The French Revolution jetzt in dem Cover gegen Alex Duke. Reicht es? Nein! Duke hat die Schulter hoch. Ja, viel Energie in dem jungen Mann aus Hanau, der hier natürlich als Lokalmatador, als hessischer Lokalmatador in der Batschkapp hier viel Energie aufnehmen kann vom Publikum. Zieht jetzt hier die Beine weg von Archer. Gefolgt von diesen Schlägen und den Vorarms kann er das Tempo wieder aufnehmen. Nein, Reversal. Ja, die Ecke jetzt gefunden, da das Bein von... Aber er hat gefangen da mit dem Discus Exploder. Guter Überwurf. Ja. Richtig guter Überwurf, Matt. Und Alex Duke wieder einmal hart gelandet. Aber Tristan Archer, der scheint hier noch nicht fertig zu sein, ist jetzt hier auf dem Apron. Da sieht man ihn ja selten. Ja, was hat er hier vor? Oh! Die Knie waren hoch von Duke. Ja, hat er sich zu viel Zeit gelassen, hat zu viel mit dem Publikum interagiert. Und das gibt vielleicht Alex Duke jetzt die Möglichkeit, wieder in den Kampf zurückzufinden. Tristan Archer, der rennt ins Leere. Ork slide unter ihm durch. Schnell runter, die Schultern auf der Matte. Allerdings nur bis 2. Oh, das war so knapp da für Alex Duke. Das ist der Moment für ihn. Dieses kleine Fenster, das er sich geöffnet hat. Kann er von diesem Fenster eine Tür machen? Jetzt der Whip, aber wieder der Reversal von Tristan Archer. Ausgekontert. Und dann kommt er an mit dem Running European Uppercut. Gefolgt von einer Clothesline. Biegt ihn hoch. Und noch einer hinterher. Alex Duke, der ist jetzt on fire. Ripcord, das Knie ist gelandet. Tristan Archer wie ein Sack Kartoffeln in dem Körper. Das ist der Knockout. Oh, so knapp. So knapp. Du siehst es. Der Blick, diese glasigen Augen, das hat wirklich wehgetan und da hat nicht viel gefehlt. Jetzt will er es hier zu Ende bringen, aber Tristan Archer kontert ihn aus. Und die nutzen da die Seilen, illegale Aktion da von Archer. Oh, diesen Forearm jetzt von Archer. Und dann noch dieser Tritt ins Seil und selber kommt er angelaufen mit der Clothesline gegen Alex Duke. Sofort schnappt er sich hier seinen Gegner, wuchtet ihn sich hoch. Und das kann nur eins bedeuten, nämlich Coup d'État. Coup d'État gegen Alex Duke. Und das ist der Sieg in der Batschkapp für Tristan Archer. Der Sieger in diesem Match, Tristan Archer. The French Revolution kann also einen weiteren Sieg hier in der Batschkapp für sich verbuchen. Und das ist Fight Forever, aber 16 Carat Gold Revenge, das startet hier in wenigen Minuten. Und das könnt ihr auch hier sehen auf YouTube. Für 9,99 € könnt ihr diesen Event dann sehen. Ja, the Revolution, the French Revolution hier ist siegreich. Er hat noch weitere Worte da für Alex Duke. Alex Duke hat sich ganz gut gekämpft in diesem Match, Christian, muss man sagen, aber The Revolution moves on. Und The Revolution siegreich hier bei Fight Forever.